Ja, da sind wir wieder. Willkommen wieder auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich schlau gemacht, weil wir letztes Mal überlegt habe, ob das Pfeifen noch da ist. Es Pfeifen wurde wohl in diesem Game komplett deaktiviert, weil ich schade finde. Fand ich recht lustig in den ersten Teilen. Jetzt soll man die aus dem Versteck killen. Aber wie soll man das denn machen, bitte? Deckung gehen, okay. Okay, hier kommen sie also nicht hin. Sehr doof gemacht. Restons-en là, voulez-vous? Meine Fresse. Wenn sie mit Tastatur zu klettern, finde ich ein bisschen doof. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, mir mal ein Joypad zu besorgen. So, guck mal nach, ob ich hier irgendwie runterspringen kann auf den Typen. Wahrscheinlich nicht so ein Glück, wie ich habe. Was war das? Das ist seltsam. Ich will hier rein. Jetzt hier lang oder nicht? Nein, den anderen könnte ich darüber klettern, rechts hier am Zaun. Dann könnte den blenden. Der kommt nicht her. Was zum Geier? Der ist... Nice. Habe ich alle drei geschafft? Attentat aus der Deckung, gar keinen. Super. Plündern war, also es war ein Reinfall von mir. Die Glocke sabotiert. Oh, weg sind sie. Wollt ihn doch noch plündern. Okay. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siewerk. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann habe ich die... Hilfe!
Mörder! Diese Bastarde. Mörder! Bleib wachen. Und? Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de los Herr. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Seife. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Rauchbomben. Cool. 4. Du kommst nie an denen allen vorbei. Wirf eine Rauchbombe. Noch eine verdammte Rauchbombe. Eine schöne Jagd. Ich gebe nicht auf, bis du tot bist. Da! Mich wirst du nicht los. Erzähl doch nicht. Bin ich schon los, du Vogel. Ah nee, noch nicht. Was ist denn das? Soll da irgendwas sein, oder? Ist ja nichts. Okay. Kommt von hinten! Ich bin mit euch! Du wirst nicht entkommen! Wohin willst du denn fliehen? Die Straßen gehören dir! Oh! Tja, oh, bin ja noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Wollte ich sie ja zu schön machen. Wir lassen einfach nur rauslaufen. Aber. Ja. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de los Herr. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Mach doch. Hier eine verdammte Rauchbombe! Das ist Wasser! Wo bist du ja? Versuchst du wegzulaufen? Na gut, diesmal hauen wir auch ab wie er. Es geht los. Verdient dir deine Sporen. Nein! Tous les clients sont les bienvenus. Tout de même particulièrement hideux. Ich sors à mon rendez-vous. Schlag dich tot! Hol dir die Schweine! So, plündern wir noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Na, dreimal in hinterher. Was? Steve, Hilfe! Achtet auf eine Falle!
Du kleine Ratte! Ich prügel dir das Rückgrat weich! Mörd, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pissbot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Können die Bevölkerung den Händlern bezahlen? Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen, okay? Vorsicht, Leute, Remy hat Monsieur Apinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Oh, echt? Vorsichtig, Pisspot! Du verletzt noch wen! Hä? Macht er nicht. Ah, sonst haben wir nichts drauf, Leute. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst! Nein! Na gut, dann nehmen wir die Ding hier. Wo sind wir hin? Ach, da. Ja, den alten Mann hole ich jetzt ein. Was nennst du Rennen, du Arschkeks, du? Vorsichtig, Pisspot! Du verletzt noch wen! Nein! Er hat mich abgehangen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Einzelspielermission, wo man über die Dächer springt? Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst! Kampf der Fraktionen. Wachen blau, greifen Extremisten in rot immer als erstes an, vermeiden sie Selbstangriffe und Konflikte vorzubringen. Ah, das ist ja geil. Greif die von hinten. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Auf welcher Seite stehst du? Was sagt ihr da? Wen kämpfst du? Ihr müsst euch beruhigen. Oh, ihr darf hier mit ungeheuren Anschuldigungen umgehen. Kriegst du jetzt, was dir zusteht? Stirb, du Feigling! Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Ja, nun sind wir hier am Hauptquartier, so wie das sieht, genau. Jetzt werden wir noch Bericht erstatten und dann werde ich für heute erstmal Schluss machen. Woher kennt er mich? Geräte, Munition, Medizin, Geschäfte ausfüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe der schnellreisenden Station. Ach so, okay. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templerdaten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Letzte Nacht. Nicht durch uns. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. 89 gegenseitig ab, als gäbe er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Macht das die Dinge kompliziert? Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist... Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lassay. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es.
Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Was hat er mir beigebracht, also außer mich Pissputze nennen? Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Civert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Ja, Erinnerung abgeschlossen. Das war's dann erstmal für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Reinschauen.